Guten Morgen. Wir haben heute Dienstag. Ich habe gestern nicht gevloggt, gar nicht. Ich habe nämlich nur Wäsche gewaschen und mit Klavier gespielt. Morgens war ich im Fitnessstudio und irgendwie, weiß ich nicht, bin ich irgendwie nicht so wirklich zum Vloggen gekommen. Jetzt ist weiter mit Putzen. Ich habe die Fenster geputzt, hinten alle im Flur, in Joannas Zimmer, hier in der Küche. Und vorne kann ich jetzt nicht putzen, die ganzen Fenster, weil wir eine fette Baustelle vor unserer Haustür haben. Und gestern war es auch extrem laut, deswegen habe ich ja nicht gevloggt. Ich bin ein bisschen dabei. Boah, sieht schrecklich aus mit der Tür und so, muss unbedingt gemacht werden. Ne? Ich habe hier Lichterkette angebracht, die ich ja eigentlich für den Garten gekauft habe, aber da die ja mit Strom ist. Ich habe mich verguckt, ich dachte eigentlich, das wäre so ein Solarkettchen. Ist aber mit Strom. Ist aber jetzt für hier auch keine Dauerlösung. Nur ich fand das jetzt so dunkel hier, weil in unserem Fenster eine riesen Hecke ist. Die müssen die Nachbarn noch komplett schneiden und da kommt kein Licht rein. Ja, die Ecke hier muss ich noch sauber machen. Da steht alles, was in den Keller muss. Ich habe den kompletten Schrank aufgeräumt. Ich habe alles rausgeholt, was weg kann. Manchmal packt man einfach Sachen irgendwo hin und vergisst das nicht oder vergisst das und denkt da nicht mehr dran. Aber wir haben das auch alles nicht gebraucht. Alles weg. Weg. Irgendwelche alten Handtücher und ach, was weiß ich nicht. Habe ich jetzt alles weggepackt. Und ich habe es jetzt nochmal bei eBay Kleinanzeigen reingestellt, die Kommode. Mal gucken, ob ich die diesmal wegkriege, damit wir da Joannas Kleiderschrank hier machen können. Brauchen wir. Ich hätte den gern da. Den Kleiderschrank, damit der nicht in ihrem Zimmer ist und würde ich jetzt hier im Flur für die ganz schön machen. Und der Dominik soll gleich die Tür da wegpacken. Die möchte ich nicht. Die soll da weg, damit das alles ein bisschen offener ist und wohnlicher. Weil der Flur da hinten ist richtig schlimm. Richtig, richtig schlimm. Hallo zusammen. Ich bin auch da. Ich mache mal eben die Musik aus. Musik aus. So. Rosi schneidert hier. Für den Amon schneiderst du? Mhm. Was hast du denn ausgesucht? Eine Hose. Eine Hose? Cool. Aber erstmal muss ich gleich duschen gehen. Erstmal musst du gleich duschen gehen. Gut. Rosi fühlt sich ein bisschen stinky. Und ich war gerade im Fitnessstudio mit Lamia, während Rosi hier so schön sauber gemacht hat. Hast du gefilmt, ne? Wie du sauber gemacht hast? Nein. Nein, okay. Also habt ihr das nicht gesehen? Ich wollte es auch nicht sehen, deshalb bin ich ins Fitnessstudio gegangen. Nein, Scherz. Aber ich hatte heute Morgen frei, habe ich mir Lamia genommen und bin ins Fitnessstudio. Das mache ich natürlich gerne. Lamia fühlt sich aber auch wohl und dann hatte Rosi mal ein bisschen... Ja, ich wollte jetzt eigentlich war es geplant, dass sie Zeit für sich hat. Und was macht sie? Räumt und putzt und macht und tut hier. Aber so ist es. So ist es. Immer was zu tun. Ich mache mir jetzt gerade Eichen mit Serrano-Schinken und Toast dabei. Toast ist natürlich nicht so klasse. Leider haben wir nichts anderes mehr. Aber Eier. Eine bunte Eierauswahl von unseren schönen Hühnchen. Mache ich mir jetzt ein Rührei mit Serrano-Schinken. Und in einer Dreiviertelstunde muss ich dann zur Arbeit. Aber heute muss ich nicht so lange. Weil dann bereite ich mich aufs Fußballspiel vor. Deutschland spielt ja gleich. Also um 18 Uhr, was heißt gleich? Ne? Um 18 Uhr. Und wie gesagt, mittags arbeiten, heute Nachmittag. Fahren wir dann nachher zu dem Kinderladen, eine neue Matratze für das Bett kaufen, für Lamia? Ja, muss ja. Ja, ne? Ja, dann gehen wir nachher nochmal einkaufen. Lamia braucht eine neue Matratze und neue Bettwäsche. Und ja, das machen wir dann und dann verziehe ich mich mit den Kindern zu meinem Daddy. Der hat nämlich ein paar ehemalige Arbeitskollegen eingeladen und so, die wollten zusammen Fußball gucken. Und da werde ich mich dann zugesellen. Nimm die Kinder mit, die können im Garten dann spielen und Oma ist ja auch da, die freut sich auch immer. Und dann hat Rosi heute Nachmittag vielleicht noch ein bisschen Zeit für sich, bis sie dann um 8 Uhr zum... Genau, dann putzt du die anderen Fenster, bis er dann um 8 Uhr zum Training geht. Ja.
Lieben, ich wollte euch zeigen, was ich genäht habe für die Kinder, für den, meinen Neffen. Joanna ist da, Lamia ist wach, wir haben gerade Mittag gegessen. Es gab Linsensuppe aus dem Thermomix. Und da sind die zwei Süßen. Na? Hallo. Ich hab Joanna hat sich Bücher ausgeliehen von einer Bücherei. Von einer Schulbücherei. Schulbücherei, genau. Genau. Was ist los, Mausi? Einmal das hier. Von drei magische Baumhäuser. Genau, das magische Baumhaus. Mhm. Einmal Geheimauftrag in Paris, da bin ich gerade dran. Im Augen des Wirbelsturm. Gefahr in der Feuerstadt. Gut, die drei zu lesen. Bis nach den Ferien kannst du die ausleihen, ne? Genau. Genau. Und ich zeige euch mal, was ich genäht habe. Ich werde aber gleich nochmal ein Bild einfügen, damit das ein bisschen schöner aussieht. Einmal diese mit. Was hast du? Was hast du? Ein Bild gucken. Bild gucken? Ja. Geht das ein bisschen netter? Ja. Ein Dreieckstuch. Okay, bitte. Die will ein Buch gucken, glaube ich. Guck, ich gucke. Und eine Hose. Das ist jetzt von hinten, von vorne müsst ihr die natürlich sehen. Guck. So, ist die Hose für den Kleinen. 56. Und links und dunks. Ich habe noch mehr Stoff, ich werde wahrscheinlich noch mehr nähen. Aber da werde ich meine Schwägerin mal fragen, was sie noch gerne haben möchte. Eventuell könnte ich vielleicht das sogar noch ein T-Shirt nähen davon. Und jetzt sind die beiden am Lesen. Hallo ihr Hübschen, ich bin zu Hause, ich war gerade duschen und habe gerade schon ein bisschen gesnapchattet, denn die Kamera ist beim Sport alle gegangen. Ich musste die gerade eben aufladen, wir müssen jetzt beeilen. Ich werde nämlich jetzt die Nähmaschine verlosen, genau, die Nähmaschine. Und zwar mache ich das mit so einem Programm. Da werden wir diesen Link hier kopieren. Und da gibt es so eine Seite, da fügt man den Link wieder ein. So, jetzt geht hier alle Kommentare durch. Und ganz schön viele. Und dann werde ich jetzt drei Gewinnerinnen ermitteln. So. So, ich musste gerade noch ans Telefon gehen. Also, die erste Gewinnerin ist die Arte Jungwirth. Ich würde auch gern teilnehmen, da ich eine kleine Tochter mit 5 Monaten habe und ihr auch so schöne Sachen nähen möchte. So wie du. Leider sind mir persönlich solche Maschinen zu teuer. Ja, also, das ist die erste Gewinnerin.